Hey ho, meine Lieben, Pizzatag, auf in eine neue Schlachtrunde. Ja, Pizzaschlacht. Genau. Genau, mit dabei Manu wieder und ich bin ja sehr experimentierfreudig und deswegen mache ich den Pizzateig jetzt heute. Lass den nur ein paar Stunden gehen. Es heißt ein bisschen mehr Hefe als sonst. Und dann werden wir sehen, wie die Pizza schmecken, wie die werden, ob der Teig klebt und ja, ob das wirklich mit dem Semola unten drunter so viel besser geht. Ich glaube schon. Und ja, was soll ich sagen? Auf in die kleine, aber feine Küche. Fangen wir mit dem Pizzateig an. Ich habe eine Assistentin heute wieder. Geil. So Leute, da wären wir jetzt. Ich habe mir jetzt einfach mal ein bisschen ein Rezept zusammengebastelt. Einfach ein bisschen experimentieren. Kilomehl. Ich habe das Caputo Pizzeria. Ja, und dann fangen wir hier mal an. Mit dem Vormischen 600, 620 Milliliter Wasser. Wie war das? 60% Hydration oder wie man das sagt. In etwa. Das tun wir erst einmal hier Wasser rein. Dann ein Teelöffelchen Zucker dazu. Ja, ich nehme einen zweiten Löffel für Salz nachher. Genau. Zuerst habe ich mir ja überlegt, dass ich bloß 10 Gramm Hefe rein tue. Von der Zeit her brisiert es jetzt eigentlich schon fast ein bisschen. Oh mein Gott, da nehmen wir einen halben Würfel Hefe. Andere schmeißen auf die Menge einen kompletten Würfel Hefe rein. Ich experimentiere da jetzt einfach mal. Haben wir Messerle oder irgendwas? So circa einen halben Löffel Hefe, halben Löffel, halben Brocken meinte ich, bröseln wir da rein. Und dann lassen wir die erst einmal, da war's, ja, ich habe die Küchenmaschine schon lange nicht mehr in Benutzung gehabt, dann lassen wir die erst einmal ein bisschen aufrühren, auflösen. Und dann geht es auch schon gleich weiter. So, die Hefe hat sich ja, ziemlich aufgelöst, würde ich mal sagen. Ganz leichte Bröckchen sehe ich jetzt noch da drin. Also insgesamt braucht man nachher das komplette Kilo Salz, Salzmehl. Ich tue jetzt hier erst einmal ein bisschen was rein. Nennt man glaube ich Vorteig oder so ähnlich, gell? Dann lassen wir das Ganze erst einmal noch mal komplett aufrühren und dann geht es auch wieder weiter. Am Rand ist jetzt noch nicht so gut ja, vermischt, aber das geht schon so jetzt. Und jetzt wucht man noch 4 Teelöffel Salz dazu. Dann können wir im Prinzip schon fast das ganze restliche Wasser hinzufügen. Einen Schluck hebe ich mal jetzt noch auf. Und auch das komplette restliche Mehl, dass wir ein Kilo drin haben. Und dann hoffe ich, dass das meine Küchenmaschine überlebt heute. Ja, hauen wir das Wasser doch gleich mit rein. Weil rein theoretisch sollte es genau die richtige Menge sein. Laut Waldis Pizzakanal. Ja, wir werden nachher sehen.
Ja. Hier schalte ich jetzt eine Stufe runter, das Ding arbeitet schon wieder wie verrückt. Ja, und dann lassen wir den Teig ja so für mindestens 15 bis 20 Minuten durchkneten und schauen uns den nachher wieder gemeinsam an. Sagt es nochmal? Man hat ja immer so gesagt, man kann ja auch ein bisschen Öl dazu machen. Kann man machen. Olivenöl, mein Schatz. Kann man machen, muss man aber nicht. Wo haben wir das Olivenöl? Steht da hinten. Wo hinten? Da im Schrank. Nein, da oben. Hinten im Schrank. Oh. Ja, mei. Dann hauen wir noch einen Schluck Olivenöl rein, wenn du das magst. Magst du das? Ja. Okay. Soll angeblich den Teig noch geschmeidiger machen. Ein sogenanntes Feature. Jo, gut. Lass mal weiter kneten. Tja, ca. 25 Minuten geknetet. Maschine ist schön warm geworden. Jetzt müssen wir bloß das Ding hier wieder rauskriegen. Ah, so, dale. Na? So, Kamera umstellen. Bloß ein bisschen. Tja. Also so fühlt es sich mal nicht klebrig an. Ja. Und genau so lassen wir den Teig hier jetzt ja noch mal knapp eine Stunde stehen. Ja. Und dann kann man eigentlich noch abdecken. Und hier ist das Handtuch, mein Schatz. Ja, mach einfach drüber. Eine Stunde Wartezeit. So Leute, wops, Hokuza, der ist aufgegangen. Der ist mal richtig jetzt aufgegangen. Dann holen wir den hier irgendwie raus aus der Schüssel. Heieieiei, heiliges Blechle. Schauen wir, dass man hier wie so ein schönes Stück Brot Leib. Oder Leibbrot, oder wie man das sagt. Ich mache jetzt insgesamt 8 Stückchen draus. Na, geht doch. Ungefähr die Mitte. Die Mitte. Die Mitte. Und geh jetzt auseinander hier. Ja, bisschen mehr Hefe und dann geht das Zeug halt mehr auf. Der Hefegeschmack wird definitiv größer sein. Das ist klar. Aber wir wollen das Ganze ja heute mal austesten, ausprobieren. So. Man kann das Ganze natürlich auch abwiegen. Ich mache das frei Schnauze sozusagen. Tja, und dann schleifen wir jetzt die Boller. Zum Schleifen brauche ich ja, glaube ich, nicht mehr viel dazu sagen. Dass sich einfach die Oberflächenspannung etwas aufbaut. Tja. Und dann tun wir uns die in so Schüsseln rein. Und da darf der Teig dann nochmal für 2-3 Stunden gehen. Schatz, schneidest du mir mal das Semola schnell auf, bitte? Ja.
tun wir mal ein klein bisschen hier unten rein. Einen Moment. Mit dem Packung aufschneiden funktioniert das auch nicht so ganz. Nee. Oh je, oh je. Soll ich das hier drunter? Einfach, gut, 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 gut. Ja. Bloß, dass wir gleich ein bisschen unten drunter haben. Dass sie nicht so festkleben, ne? Genau. Am Rand werden sie wahrscheinlich etwas festkleben. Und das mache ich jetzt. Tja, mit allen. Und dann sehen wir uns nochmal. So. Alle 8 Teigbollen lassen wir jetzt hier stehen und gehen. Und dass jetzt die Geschmacksentfaltung etc. pp. Nicht so lecker ist, nicht ganz so gut ist wie in der wie im Kühlschrank. Das, ja, das 24, 48 Stunden gehen lassen, ist vollkommen klar. Und ja. Aber wir werden sehen, wie das Ergebnis nachher schmeckt. Und sehen uns dann eben wieder, so in 2-3 Stunden, wenn wir mit den Pizzas direkt anfangen. Ja, und dann gucken wir mal, was für Pizza-Kreationen heute zustande kommen. Nanu? Ja, ich mache jetzt Tomatensauce für die Pizza, mein Schatz. Ja, dann mach doch mal. Ja, wir haben jetzt hier erstmal die geschälte Tomaten. Ja, wir haben ein bisschen klein geschnitten. Dann haben wir Knoblauch und die Zwiebel. Und die Zwiebeln tun wir im Topf erhitzen. Und dann werden wir mit ein bisschen Tomatenmark, Basilikum ein bisschen verdicken, die Soße. Und zum Würzen nehmen wir die McAllister Medicopter Gewürz. Ja, und dann lassen wir es für eine Stunde mal ein bisschen durchziehen, die Soße. Und dann... Okay. Dann machst du das soweit und dann sehen wir weiter. Ja, genau. Gut. Jetzt ja. Zwiebeln angeschwitzt und alles. Und Knoblauch, genau. Und jetzt wird das Ganze nochmal gescheit durchpüriert. Genau, und damit es nochmal ein bisschen erwärmt. Ja. Und dann kommt ein bisschen Gewürze dazu. Ja. Und Tomatenmark zum Gut, dann bin ich ja Andicken. Dann bin ich ja gespannt am Schluss, wie die Soße schmeckt. So Leute, ich habe jetzt alles hier, was wir benötigen. Jetzt versuche ich mal hier schnell die Kamera rüber zu schwenken. Jawohl. Käse, Käse, was ist da was? Das ist Gouda und das hinten ist Mozzarella. Okay, gut. Schinken, Salami, die Pizzasauce. Für die Pizzasauce brauche ich noch einen großen Löffel. Den kann ich so nicht rausnehmen. Dann haben wir natürlich noch einen Mais. Den brauchen wir für die nächsten Pizzen. Dann die Ananas auch erst später. Und ja. Champignons brauchen wir jetzt, weil ich mache jetzt, Moment, wieder rüber, eine Testpizza. Und zwar Schinken, Salami, Pilze. Ja, ganz knapp und einfach. Und jetzt schauen wir uns erstmal den Teig an. Und was sehen wir? Der ist richtig schön aufgegangen. Und ja, so sehen sie alle aus. Und jetzt, wie ich es in dem Video vom Aldi gesehen habe, machen wir hier erstmal ein Semolabett. Ich bin jetzt wirklich gespannt, ob das heute besser klappt. Dann tun wir vorsichtig den Teig raus. Die Schüsseln sind da fast zu klein. Vielleicht werde ich mir da doch einmal größere organisieren. So dass der Teig nach Möglichkeit nicht großartig verunstaltet wird. Scheiße. Gut, da haben wir ihn jetzt schon ein bisschen gezogen. So.
jetzt aus der Mitte raus nach außen. Und der Teig einmal umdrehen. Scheint sich wirklich nicht arg viel zurückzuziehen. Die Simula runterklopfen. Dann kann man noch ein bisschen nachformen. Haben wir doch schon fast die perfekte Pizza. Schauen wir mal, ob wir noch ein klein bisschen größer bekommen. Irgendwann ist natürlich Feierabend, weil ich ja die Teigballen etwas kleiner gewählt habe. Ihr erinnert euch, 8 Stück statt 6 Stück. Alina zählt gerade nach. Verdammt, kommst du bloß auf 7, gell? 6. Ach so. So. Ofen heiß fleißig vor. Und dann können wir jetzt so schön langsam anfangen, die Pizza zu bestücken. Tust du mir gerade ein Olivenöl in ein kleines Behältnis rein und ein Pinsel dazu. So, für die Heusoßen tun wir einen Käse unten drunter. Die, wo immer schreien, der Käse gehört unten rein. Ja, genau. Da Pinsele. Das habe ich eben die letzten Male nicht gemacht. Aber festgestellt, dass das einfach ja noch etwas leckerer ist. So, ordentlich Champignons drüber. So, habt ihr euch ausgeheult, wichsen Käse unten drunter, oben drüber. Aber jetzt habe ich den Käse trotzdem oben drauf, so wie ich das mag.
Ja, Spatzel. Weil die haben immer geschrien, der Käse gehört unten drunter. Naja. Ja, ja. Aber mir ist das relativ. Ja, ich mag das nämlich sehr gern, wenn es so schön oben drüber ist, überbacken ist. So, und jetzt tue ich nämlich den Rand hier noch einmal ganz leicht mit Olivenöl einpinseln. Und dann schauen wir, wie die Pizza nachher aussieht. Die nächsten Pizzas werden dann wahrscheinlich unter Umständen wieder im Schnelldurchlauf gemacht. Mit ohne Ton. Einfach schnell durchlaufen lassen, weil irgendwann wollen wir ja natürlich essen. So. Aber die Calzone werden wir zeigen. Wenn wir eine machen. Das machen wir auf jeden Fall. So. Und jetzt stelle ich schnell die Kamera um Richtung Pizzaofen. Genau rechtzeitig, gerade eben ist das Licht ausgegangen. Tja, das heißt, Deckel auf, schnell sein. Pizza drauf. Deckel wieder zu. Und voll aufdrehen, dass eben die Heizspirale oben wieder voll anläuft, dass der von die Pizza von oben richtig schön Dampf bekommt. Und jetzt warten wir mal ein, zwei Minütchen und dann gucken wir gleich wieder rein. Wenn wir überhaupt so lange warten. Echtzeit. Haha. Ui, da tut sich schon was. Geil. Guck. Das Zimmer, die aufgeht. Ha. Bleibt gleich mit auf. Der bleibt gleich der Mund offen stehen. Ja, herrlich. Du bist schuld, wenn ich es jetzt noch nicht rausschneiden kann. Sieht doch schon geil aus. Ja? Wird? Und das wird jetzt sozusagen die Gemeinschaftspizza, wo wir alle probieren. Und ich kann mir gut vorstellen, dass heute alle Teiglinge weggehen. Ihr wisst ja, eventuell einmal drehen, weil hier hinten ja der Spalt drin ist im Heizstab. Ja, dann drehe ich sie einmal. Oder das erste Mal. Das lassen wir jetzt eiskalt in Echtzeit durchlaufen. Hast du auch noch nicht gekannt, den Pizza Ferrari, oder? Doch. Schon? Woher? Sag jetzt nicht aus meinen Videos. Ja, sprechen Sie, die Kamera läuft. Habe ich doch hier mit dir schon mal gemacht, Pizza. Echt? Schatz, ja. Ach stimmt, du warst ja schon einmal da. Ja. Ah, habe ich schon wieder vergessen. Siehst du? Verdammt. Jetzt hat es mich erwischt. Aber Leute, was soll ich sagen? Von dem Pizzateig bin ich bis jetzt mal richtig hellauf begeistert. So, ein Brettel zum Pizzaschneiden. Gut, jetzt war doch ein kleiner Schnitt wahrscheinlich im Video. Egal. Nochmal auf die Uhr geschaut habe ich jetzt leider nicht, aber ich würde sagen, drehe jetzt wieder runter auf 2,5. Die Pizza ist soweit fertig, bevor sie noch mehr Farbe annimmt. Ja, der Boden sieht gut aus und heiß ist sie. Ja, stellen wir die Cam wieder rüber. Von der Farbe her, ja, wo das Olivenöl drauf ist, hat der Teig so eine leicht rötliche Farbe angenommen. Richtig geil. So, nehmen wir den Pizzaschneider hier.
Ja, Alina, das ist dein Anteil. Danke. Darfst sogar als erstes probieren. Ja, und ich hätte gesagt, Spatzel und ich probieren jetzt direkt vor der Cam. Prösterchen. Prösterchen. Ah. Heiß ist er. Mhm. Lecker ist er, der Teig, aber der Teig ist definitiv nicht so gut, als wenn man lang genug im Kühlschrank gehen lässt. Das kann ich schon sagen. Ja. Da war er noch lockerer und fluffiger. Ja. Das stimmt. Mhm. Aber geschmacklich sehr gut. Ja. Mhm. 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 Aber so sehr lecker. Mhm. Nimm doch. Hm? Die essen wir jetzt auf. Und dann gibt es die nächsten Pizzen. Wie gesagt, so halbwegs im Schnelldurchlauf. Bitte schön, du kleine Hexe. Wie heißt es? Aha. Tja, Leute, und als nächstes basteln wir uns tatsächlich so eine UFO-Pizza mit zweimal Teig. So, meine Lieben, und dann werden wir jetzt gucken, dass wir unsere UFO-Pizza zusammenbasteln. Sprich, ich muss jetzt zwei Dinger machen gleich. Eins wird nachher der Deckel. Na, komm raus, du Feigling. Und ne, das andere, den hier nehme ich als Deckel.
Also im Prinzip ist das ja auch nichts anderes als eine Calzone, nur eben in anderer Form, als komplette Form sozusagen. Hast du mir mal bitte eine Gabel? Oder warte, ich mache das anders. Ich tue den hier einmal eindrehen. Ja, oder so. Und dann glaube ich nämlich, dass meine Ananas heute geschlossen bleibt. Dann kriege ich heute halt doch keine Hawaii-Pizza mehr. Egal. Oh, vielleicht später. Ja. Drei Stück haben wir noch. Okay. Vielleicht schon Mitte noch Snack. Schauen wir mal. Das bleibt nicht zu. Das bleibt nicht so ganz zu. An dem Kleber heißt das Olivenöl, mein Schatz. Ja, wahrscheinlich jetzt auch schon zu spät. Mm. Also hier wäre es ganz sinnvoll gewesen, den Rand einzudingern. Naja. Learning by doing, wie immer. Zuerst wollte ich ihn ja wie so ein Raffioli mit der Gabel, weißt du? Natürlich. Jetzt gucken wir mal, wie der sich so verhält. So. Hier ein klitzekleinen Klecks. Und hinterher sehen wir grüne Männchen heute Nacht, oder? Auf jeden Fall. So, ab in den Pizzaofen. So. Machst du bitte mal den Deckel auf. Und ihr dürft euch nachher gleich am Ergebnis ergötzen. So Leute, da haben wir jetzt die UFO-Pizza. Bevor sie jetzt ganz schwarz geworden ist, habe ich sie raus. Das kann man locker noch mitessen, gar kein Thema. Aber wer andere Pizza-Videos anschaut, wird auch immer wieder sehen, dass Pizzas außenrum leichte Röstaromen haben. Ja, bis hierhin ist sie gut fest, oben etwas teigiger und es wird sich jetzt zeigen, ja, wie sie geworden ist. Ich schneide jetzt hier bloß eine Ecke an, wo ist ein Besteck, gehen wir mal ein Messer, weil diese Pizza muss man definitiv mit Besteck essen, anders funktioniert das nicht. Aber ich versuche hier jetzt mal eine Ecke anzuschneiden, oh, da wir wenigstens mal reingucken können. Na? So. Na? Sieht doch gut aus. Geil. Geil, geil, geil. Käse sieht geschmolzen aus.
scheint gut zu sein. Und Spatzel darf jetzt als erstes essen und mir was übrig lassen. Ich mache derweil jetzt noch einmal so eine reine Salami-Pizza mit Mais. Die lasse ich jetzt hier raus aus dem Video. Und nachher sehen wir uns dann nochmal zum kompletten Fazit. Ja, dann kommen wir heute gleich zum Fazit, bevor wir wieder viel zu lax sind für alles. Ey Leute, wir sind so vollgefuttert wieder. Ja, auf jeden Fall. Zu sagen, der Pizzateig ist lecker. Ja. Es funktioniert, es hat sehr gut sogar heute funktioniert. Ja. Das habt ihr ja selber gesehen. Mit dem Ausziehen mit allen. Aber er ist definitiv nicht so lecker und fluffig als der letzte, der ewig ja, im Kühlschrank geruht hat. Also da besteht definitiv ein Unterschied von der Aromenentfaltung, wenn der Pizzateig ja, über Nacht, 12 Stunden, 24 Stunden, was weiß ich, ruht. Also das ist definitiv ein Unterschied wie Tag und Nacht, das kann ich sagen. Aber wer das nicht weiß, wird auch diesen Pizzateig hier, den wir heute gemacht haben, lieben. Ja, ja, genau. Finde ich auch. Findest du auch? Ja, ja, du hast ja von auch. Dem letzten auch probiert gehabt. Der war ein bisschen besser. Ja. Ein bisschen fluffiger. Ja. Auch der Boden ist ein bisschen mehr aufgegangen. Mhm, mhm. Also das nächste Mal machen wir wieder einen Pizzateig, wo ja ein oder zwei Tage vorher zubereitet wird und der dann im Kühlschrank schön vor sich hin Gammeln hätte ich jetzt fast gesagt, vor sich hingehen kann. Genau. Ja. Lecker waren sie alle. Die UFO-Pizza ist sehr mächtig. Und die hat mir ein Rest gegeben. Mir auch. Also Leute, in dem Sinne, wir sehen uns das nächste Mal. Ich hoffe, das Pizza-Video hat wieder mal Spaß gemacht. Däumchen nach oben, Abo, würde uns alles freuen. Genau. Ciao, Ikowski. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.